Moin, moin Leute, ich begrüße euch zur Folge Nummer 6 der kleinen Serie Die Bounty Hunter Karriere. Wir sind immer noch in der Version 3.12 und befinden uns zurzeit auf Everest Harbor. Gestern, während ich offline noch unterwegs war, um mal die Position zu wechseln, hat mich Miles Eckert kontaktiert und mir einen Auftrag zugeschanzt. Ja, den hatte ich noch kurzerhand erledigt und wie ich dann heute wieder unterwegs bin, sehe ich, hey, Miles hat noch was für uns. Und da habe ich mir gedacht, ja, den nehmen wir mal an. Ich zeige euch mal den Auftrag. So, ach, da. So, dann geht es dann wieder gegen die aligen Gang-Member. So, der Name unseres Ziels ist Nils Catwell. Ja, das Stärkste ist es nicht an Gegner. Aber schon mal hier so 10.000 auf einen Schlag. Das ist nicht zu verachten und darum nehmen wir das mal mit. So. Und ich denke, weil wir sie noch nicht geflogen sind, werden wir mal die Cutlass Black nehmen. So, da ist die Red. Da ist die Black. Na, kriegt er das noch hin, das einzulesen? Ja, oh. Dann holen wir uns das Schiffchen mal. Weil diese Headhunter-Missionen, ja, die von Miles Eckert kommen, sind ja sehr lukrativ. Es geht da langsam im Schwierigkeitsgrad, dann nachher immer höher und höher. Irgendwann nachher hat man die drei Hammerheads, die man bekämpfen muss. Und wenn man Glück hat, erwischt man dann auch mal die Mission, wo es gegen die von der Arlington Gang geklaute Idris geht. Da hatte ich ja auch schon mal gesagt, die Mission, die kann man durchaus auch alleine spielen. Genau wie die drei Hammerheads, einfach mit der Eclipse. Muss man zwar ein paar Mal öfters neue Torpedos holen. So insgesamt 5-6 Runden an Torpedos muss man das schon rausschmeißen. Also wenn man sie dann alleine macht, ganz grob geschätzt, irgendwas zwischen 15 und 20 Torpedos wahrscheinlich. Also ja, das ist aber nicht die Welt. Das ist einfach nur ein bisschen Übung, sich an seinen Plan halten, den man hat. Und wenn man dann eben mal merkt, dass ein Anlauf nicht funktionieren wird. Ups. Was ist das? Habe ich mich verguckt? Erstmal rein. Pad 2. Ich habe Pad 3 genommen. Pad 2, ja. Das ist natürlich, mit Brille wäre das nicht passiert. So, ja. Man fliegt sie eben halt langsam an. Nicht so schnell. Lässt aufschalten. Und man geht nachher so im Combat-Manöver-Speed auf den Gegner letztendlich los. Also das ist das Abschubstempo, habe ich so für mich festgestellt, dass ich da am besten mit klarkomme. Ja, und hier jetzt mit der Cutlass Black, da lassen wir uns gleich mal überraschen von dem Gegner, was der so hat. Weil ich schätze mal, für 10.000 UEC werden es wir nicht unbedingt, tja, mit einem Gegner zu tun haben, der sich nicht auch ein bisschen zu wehren weiß. So. Da ist sie ja.
immer recht dunkel hier drin, ne? Fehlt noch irgendwie so eine Art Lichtschalter oder so. So, einmal Waffen, alle auf die 1. So, Torpedos haben wir 16, Raketen haben wir 16 Stück. Tja, das Schild baut sich auf. So, dann einfach ein bisschen los. So, Map. Da will er uns gerade wieder nicht unbedingt zeigen. Böse Map. Unschön, unschön. Was machen wir da? Und nochmal. Da scrollt man sich einen Wolf bei. Ja, bitte, geht doch. Manchmal. So. Es wäre schön, wenn die Karte immer so aufgehen würde. Ja, und wenn man in dieser Reihe für den Miles Eckhart von seinen Aufträgen einen nach den anderen so alles in Ruhe schön schafft, wie gesagt, dann hat man dann nachher für 225.000 die Idris, die man bekämpfen darf. Und ich sag mal, das ist doch ein schöner Gewinn, wenn wir dann einfach grob gerechnet mal unsere 15 bis 20 Torpedos davon abziehen. Ein Torpedo kostet 3.500. Sind wir so bei, ne, 60.000, 70.000 für Torpedos. Je nachdem, wie viel brauchen. Und dann sind das also dafür so ein bisschen anfliegen, für sich da eine Stunde Spaß bereiten, sag ich mal. Da kriegt man dann auch 150.000 fürs Kämpfen. Oh ja, Spawn noch im Cockpit. Immer wieder gern genommen, explodieren aus unerfindlichen Gründen Teil 1, ne, nennen wir sowas dann. Mag ich ja besonders. So, und es spielt keine Rolle, ob wir jetzt dicht dran sind oder nicht so dicht. Der Gegner, der poppt dann auf, wenn das Computersystem, also das Rechensystem, was sind das da, Citizen insgesamt steckt, meint so, dass es an der Zeit wäre. Also das hängt
und nichts ab, was wir hier als Spieler machen könnten. Natürlich, also müssen wir zu einer gewissen Nähe da dran sein, aber über ein wie nah wirklich, also ja, das spielt alles keine Rolle. Tun wir das, was wir am besten in Star Citizen können, warten. Aber da ist der Gegner dann auch schon. So. Er wurde vor 38 Minuten hier hinten das letzte Mal gesehen. Aha. So, was für ein Gegner ist es? Eine Sabre. Ja. Das war dann also schon mal das Neutralisieren. Das ging schneller als das Warten. So, das, was jetzt bloß wichtig ist, ist einfach irgendwo hinspringen, damit man hier nicht gleich seinen Freunden, die vielleicht noch böse auf einen sind, da nahe kommt, wenn da denn welche auftauchen. So, hier dürfte kein Feind sein. Ja, guck mal, da haben wir ja den nächsten von Miles Eckhart für 12.000. Na, das ist dann, glaube ich, schon von der Höhe mehr, als ich in Crusader kriegen würde, weil momentan kriege ich Bounty-Aufträge nur in Crusader. Eben halt, weil meine Reputation irgendwie zerstört worden ist. Tja. Da reicht ja dann auch ein Charakterreset noch nicht. Das soll wohl jetzt erst mit der nächsten Patch-Version gelingen, dass man damit dann auch seine Reputation wieder mit vernünftig resettet. Dann nehmen wir den nochmal an, diesen bösen Burschen. Machen wir dann auch gleich mal als zweites. So, zack. Karte. Och, Karte. Ah. So. Ja, diesmal gibt es so Areal. Ja, wie gesagt, also durch irgendwas hat es die Reputation zerrissen. Und ich denke mal, da sie im PTU das Ganze schon am Testen sind, das ist da auch Testfokus, dass in der nächsten Woche dann ein Patch rauskommt. Dann, nachdem der Patch raus ist, werde ich dann mal meinen Charakter resetten und hoffen, dass dann alles wieder richtig schön da ist. Dass ich alle Bounty-Missionen von überall auch wieder bekomme. Was hat er denn schon wieder für Probleme? Ah, ja. Okay, dann setzt er noch einen rein. So, wie es hier aussieht, sind wir fast an selbiger Stelle, ne?
aber egal. Und diesmal gibt es 12.000, also nehme ich mal davon aus, dass es ein bisschen mehr als der Sabre sein wird. Aber viel dürfte da der Unterschied auch nicht sein. Ups. Jetzt heißt es erstmal wieder abwarten und Tee trinken. Genau. Das ist ja eines, was wir sehr, sehr oft machen. Wir warten auf irgendwas. Auf den Gegner. Auf den Fahrstuhl, aufs Schiff. Da ist er ja. So, was hat er denn? Eine Hurricane. Ja, dann müssen wir dann tatsächlich doch ein bisschen reparieren, aber man merkt schon, also, ja. Verschiedene Gegner. Und sobald sie da irgendwo Multicrew-Schiffe haben, ja, da kann man davon ausgehen, dass dann alles besetzt ist und sie aus allen Röhren schießen können. Tja, das ist leider so. Die NPCs sind halt unfair. Wenn sie können, kommen sie nie allein. Schauen wir doch mal, was wir da haben, bevor wir da zum Docken nach Hause fliegen. Ja, das hier sind dann schon mal dreimal die Hammerhead. Also das wäre mit diesem Schiff hier nicht so das Tollste. So, da freue ich mich, was soll denn da kaputt sein? Mal zu sehen ist nichts. So, nochmal. Von Hörsten. Nee. Ja, wenn ich jetzt erstmal nach PO fliege. Wenn ich das einfach nur Weg machen. Das ist doch irgendwie
komm, gib mir was Vernünftiges, Miles. Ja, wie ich vorhin schon gesagt, warten auf einen schönen Auftrag. Ja, ich würde sagen, machen wir so lange mal so einen kleinen Mercenary-Auftrag. Bounty Hunter 2. Ah, nee, da ist der nächste gekommen. Ja. So, nehmen wir den nochmal an. Einmal auf nach Aberdeen für 15.000. Ja. Für 10.000 war es eine Sabre, für 12.000 eine Hawk und für 15.000, na, schauen wir doch mal, was uns da zu erwarten hat. So. Zack, einmal Karte. Dass der nie die Karte aufmacht, also. Here, ja, es ist. Ist das nur ein Zeitproblem oder was? Oder interessiert es ihn da tatsächlich, dass ich den Avatar da mit den Klamotten an einfach ein bisschen durch die Gegend schutze? Ich denke ja nicht, aber. Ominös. So, wieder diese gefährlichen Dinger, die sich irgendwo rumdrehen. Die mag ich ja gar nicht. Tja, die scheint man wohl gar nicht damit zu beeinflussen. Ja, man weiß noch nicht, wie weit sie weg sind. Aber es hat geholfen, die Zeit zurück. Eine Vanguard Warden.
So, das war dann also eine Vanguard Warden für 15.000. Ah, der wäre mir wohl tatsächlich zur Hilfe gekommen. Da hat er Pech gehabt, den habe ich vorher fertig gehabt. So. Na, dann geht's erstmal zurück nach Hirschten. Schubs, schubs, schubs. Klappt nicht immer. Es ist wahrscheinlich auch nur ein subjektives Empfinden, dass es klappt, wenn man das macht, aber jetzt kommt es zum Beispiel gar nicht. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, mit so einer Cutlist, da kann man nicht nur ein bisschen handeln. Damit lässt sich auch ganz gut Geld verdienen, indem man sich den Grey Cat Rock hinten reinlädt und man einfach so ein bisschen am Meinen ist. Aber auch zum Kampf ist sie doch schon geeignet. Wie man sieht. So. Ja, um nach Everest Harbor zu kommen, mache ich den Umweg über Lorville. Das scheint heute der kürzeste Weg zu sein, weil die Karte wieder nicht so ganz will. Dann werden wir den Vogel einfach mal schön reparieren. Ist jetzt die Frage, landen wir auf Lorville oder lieber in Everest Harbor? Ich denke mal Everest Harbor. So, das schon mal an. Na, hier oben müsste es doch irgendwo drüber sein. Da sieht es nach aus. Da haben wir es doch. Da werden wir uns dann jetzt erstmal reparieren. So viel Schaden hat das Schiff zwar noch nicht abbekommen, aber man soll es ja auch nicht übertreiben. So, nehmen wir mal ein bisschen Speed raus. Fahrwerk raus und Landeerlaubnis. Na komm. So, und Landeerlaubnis einholen.
Everest Harbor. So. Ja, danke dir auch. So, einmal reparieren. Raketen haben wir nicht gebraucht. Auftanken. Aber mal gucken, ob er es schafft. Da haben wir schon mal 100. Da auch. Einmal reparieren. Jo. Da haben wir das Schiff. So. Ja, da haben wir das Schiff, wie man so schön jagt. Auf Everest Harbor jetzt. Ups. Recht weit hinten geparkt, aber egal. Müssen wir halt ein bisschen länger laufen. Aber ist auch nicht so schlimm. Denn was das angeht, sag ich mal, ja, da haben wir das Schiffchen ja auch noch richtig schön drauf. Sieht schon geil aus hier im Spiel, definitiv. Ja, aber wir haben ja schon auch wieder das halbe Stündchen um, haben 3 Aufträge erledigt für Miles Eckhart. Das heißt dann auch 10, 20, ja, locker etwas über 30.000, wenn wir die Reparaturen davon abziehen und das alles. Also guter Schnitt für eine halbe Stunde, so für ganz lockeres Gameplay, kein großes sich anstrengen. Und keine Hektik, das ist das Wichtige. Ja, dann werde ich an dieser Stelle mal Feierabend machen, wie man so schön sagt. Und hoffe, ihr werdet noch viel Spaß haben. Wir sehen uns demnächst wieder in diesem Theater. Ja, und werden ein bisschen Wartezeit miteinander verbringen. Und bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.